Heute stehen sie endlich an, die großen US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, auf die die Märkte extrem stark reagieren, obwohl die Zahlen, sagen wir es mal vorsichtig, sehr fragwürdig sind. Warum, will ich gleich zeigen. Egal wie sie ausfallen, sie sind fragwürdig aufgrund der Methodik, wie diese Zahl der neuen Stellen zustande kommt. Aber was wäre jetzt für die Märkte das Optimale? Das Optimale für die Aktienmärkte wäre eine Zahl, die ein bisschen unter der Erwartung ist, aber nicht zu weit unter der Erwartung, denn das würde Rezessionssorgen hervorrufen. Und was auf jeden Fall nicht passieren sollte, wäre auch, dass die Zahlen zu stark sind. Also, dass zu viele neue Stellen geschaffen wurden, oder angeblich geschaffen wurden, denn das würde das Narrativ stören, dass die Fed bald die Zinsen senkt, weil die Inflation ja runterkommt und die Wirtschaft dennoch irgendwie ganz soft landet. Das würde zumindest diese Arbeitsmarktfrage negativ beantworten für die Märkte, dass ja der Arbeitsmarkt schwächer wird. Das ist die Tendenz, die wir zuletzt gesehen haben. Schauen wir uns die Gemengelage an. Goldman Sachs gestern mit der Aussage, Konsenserwartung ist ja 180.000. Alles, was über 250.000 wäre, wäre negativ für die Märkte. Ziemlich klar negativ für die Märkte, schon ab 200.000 eher leicht negativ. 150 bis 200.000 neue Stellen, plus minus null kann man sagen. Was gut wäre, wäre so 50 bis 150.000 Stellen, aber was nicht passieren sollte, wäre eben unter 50.000 Stellen aufgrund der Rezessionssorgen. Interessant auch die Stundenlöhne mit den 0,3% zum Vormonat erwartet und 4,0 erwartet und auch vor allem die Arbeitslosenquote 3,9. Wir haben jetzt insgesamt gesehen, dass ja etwa ADP Arbeitsmarktbericht, die JOLTS, die offenen Stellen, das war ja jeweils viel schlechter, weswegen die Märkte sich sagen, na siehst du, Arbeitsmarkt wird schwächer. Also ist die Flüsterschätzung ein bisschen nach unten gegangen, was die heutigen Arbeitsmarktdaten betrifft. Es gibt verschiedene Kennzeichen, Homebase, Census Bureau, Census Business, ADP, Census Household Survey. Es gibt ja immer zwei Umfragen. Die eine Umfrage richtet sich an Firmen, das ist die Zahl neuer Stellen. Und dann gibt es noch eine Umfrage, wo direkt Haushalte angerufen werden, um zu ermitteln, naja, wie viele Leute sind da arbeitslos geworden, wie viele haben einen neuen Job gefunden etc. Wir fokussieren uns meistens auf die Zahlen neuer Stellen, die Non-Farm Payrolls. Und interessant wird auch sein, ob die Arbeitslosenquote jetzt auf die 4%-Marke steigt von derzeit 3,9%. Es ist schwerer, Jobs zu finden. Und möglicherweise, so sagen Leute von Bloomberg, hat die Rezession bereits im Oktober begonnen. Warum, könnten wir auch gleich sehen. Jedenfalls, das wird interessant sein zu sehen. Wir haben einen deutlichen Rückgang der JOLTS. Wir haben einen Anstieg gesehen jetzt der fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber jetzt vielleicht schon Weihnachtsgeschäft, was hier ein Stück weit eine Rolle spielt bei den neuen Stellen. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, wenn jemand zwei Jobs hat, dann sind das zwei Jobs. Also wenn jemand zwei Teilzeitjobs hat, dann sind das eben zwei Jobs. So wird das gezählt. Hinzu kommt noch, dass der Streik der Autogewerkschaften vorbei ist. Das könnte einige neue Stellen bringen. Hier sehen wir mal, was gestern die Jobless Claims, die eigentlich ganz gut waren, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da haben wir die offizielle Zahl von 220.000, aber die nicht saisonal adjustierte Zahl, auch das wieder so ein wundersames Ding, diese Seasonal Adjustments, die lag dann bei 295.000. Also ein sehr, sehr deutlicher Anstieg. Was da wieder los ist mit der Statistik, ist eine ganz andere Frage, aber würde sozusagen hier nicht saisonal adjustiert werden, in welche Richtung auch immer, wäre die Zahl deutlich höher ausgefallen. Schauen wir uns mal die letzten Zahlen der neu geschaffenen Stellen an in den letzten Monaten und fokussieren uns auf den Oktober hier ganz rechts. 150.000 neue Stellen. Das war damals etwas schwächer als erwartet. Und jetzt gucken wir mal das sogenannte Burst-Death-Model an. Also ein Modell, das schätzt, das unter Ronald Reagan eingeführt wurde, wie viele neue Firmen entstanden sind, wie viele Firmen sind kaputt gegangen und dementsprechend schätzt, weil man keine wirklichen Daten drüber hat, wie viel sozusagen diese neuen Stellen, neuen Firmen an Stellen geschaffen haben und wie viele Stellen es gekostet hat, als die alten Firmen, die gestorben sind, praktisch ihre Leute vor die Tür setzen mussten.
Verlusten und bei den letzten Zahlen. 150.000 neue Stellen waren es insgesamt und alleine das Burst Death Model hat 412.000 neue Stellen hinzugefügt. Also praktisch eine windelweiche Kennzahl, die keiner kontrollieren kann. Ja, ich schätze mal, dass so und so viele Firmen entstanden sind, so und so viele sind gestorben oder sind eingegangen. Und da rechnen wir mal 412 dazu, 412.000. Jetzt ziehen wir die 150.000 ab der angeblichen neuen Stellen oder der neuen Stellen. Dann hätten wir hier sehr negative Zahlen gesehen. Das Grüne sind die Adjustments nach oben, die Burst Death Model Adjustments nach oben. Das Rote sind sie nach unten. Und wir sehen die Tendenz, dass dieses Burst Death Model immer mehr Stellen hinzufügt. Die ist groß. Wir haben in diesem Jahr bereits den höchsten Wert gesehen. Dann haben wir im Oktober den zweithöchsten Wert gesehen in der Geschichte. Also da ist man natürlich vielleicht interessiert, seitens der Biden-Administration auch die Dinge ein bisschen besser aussehen zu lassen. Und interessant ist, dass Joe Biden, anders als beim letzten Mal, keine Pressekonferenz angekündigt hat. Oder ich glaube vor 2 Monaten, als die Zahlen so super waren. Da hatte er im Vorfeld, oder sehr viel besser als erwartet waren, da hat er im Vorfeld eine Pressekonferenz angekündigt zu den Daten, weil er sie eben kennt. Das hat er diesmal nicht gemacht. Also das könnte nahelegen, dass die Zahlen nicht überragend gut wird heute. Mal sehen, er ist beschäftigt mit seinem Sohn, der jetzt angeklagt ist wegen Steuerdelikten in 11 Fällen. Er hätte alles bezahlt, bis auf seine Steuern. Also die Anklage. Das bringt der Joe Biden zumindest mental unter Druck. Ebenso unter Druck, wie die Konsumenten sind. Wir haben jetzt bekommen die neuesten Kreditkartendaten oder die jüngsten Daten in Sachen Kredite. Und wir sehen hier, das sind die Zahlen noch aus Oktober. Hier sehen wir das Consumer Credit deutlich niedriger als erwartet. Also es wurden weniger Kredite vergeben an die Leute. Wir haben jetzt nicht zufällig gesehen, dass im Oktober auch die Einzelhandelsumsätze das erste Mal gefallen waren seit März 2023. Und es sind vor allem wahrscheinlich diese Student Loans, die wieder zurückgezahlt werden müssen, die hier die Konsumenten durchaus belastet haben. Insgesamt ist die durchschnittliche Kreditkartenbelastung, wenn man in den Miesen ist, bei 27,81%. Das muss man sich vorstellen. Insgesamt jetzt Kreditkartenschulden über 1 Billion. Dollar, also das ist kräftig und hier sehen wir, wenn es denn kommt, ja, da sehen wir es, dass eben die Haushalte im dritten Quartal und diese Daten sind jetzt auch veröffentlicht worden aus dem dritten Quartal, als wir ja gesehen haben, bis dass die drittes Quartal hat geendet Ende September, dass das Vermögen der Haushalte gefallen ist on lower stock holdings. Und also man ist ein bisschen weniger vermögend geworden und musste dann gleichzeitig vor allem teilweise die Student Loans zurückzahlen. Also der Konsument ist das große Fragezeichen in dieser Geschichte. Aber jener Konsument, nämlich die amerikanischen Privatinvestoren, die haben jetzt so viel Geld investiert in die Märkte, nämlich in Aktien in der letzten Woche wie seit März 2022 nicht mehr. Der VIX ist bei 12, wir haben eine fette Rallye gesehen, der Optimismus, wie wir unten sehen, ist der große, fast die Hälfte aller Befragten sind bullish. Also jetzt noch schnell rein, weil ist so super günstig. Heute Bank of America mit einer Evaluierung. Ja, wie teuer sind die Märkte? Da hat man 20 Bewertungsmetriken und davon sind 18 teuer. Oder liegen 18 über dem Durchschnitt? Hier sehen wir rechts, wie viel über dem Durchschnitt, wie viel Prozent über dem Durchschnitt nach verschiedener Kategorie. Also es ist natürlich hier viel, viel eingepreist in diesen großen Tech-Aktien insbesondere. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass immer weiter Geld in die Geldmärkte fließt. Und das ist überraschend, weil ja die Renditen gesunken sind zuletzt. Jetzt haben wir in der letzten Woche wieder 61,5 Milliarden Dollar, die da zugeflossen sind. Wir sehen, dass die Fed-Bilanz um 58,8 Milliarden Dollar gesunken ist. Das ist der größte Rückgang seit Dezember. Jetzt 7,73 Billionen Dollar. Also es geht zurück, aber natürlich ist es vorher auch sehr massiv nach oben gegangen. Und wir sehen, dass dieses BTFP-Programm, the Fed's Bank Term Funding Program, immer stärker genutzt wird
Wir haben jetzt ein neues Allzeithoch. Auf der anderen Seite sehen wir hier den Vergleich zwischen eben der Nutzung dieses Notprogramms, wo sich ja die Banken bei der Fed Geldleihen zu relativ hohen Zinsen, sehen wir, dass die Regionalbanken sich zuletzt erholt haben, obwohl sie offenkundig immer mehr von der Fed leihen müssen. Aber sie profitieren natürlich vom Niedergang der Renditen, oder deswegen werden diese Regionalbanken gekauft, offenkundig, weil die Renditen gefallen sind. Das sehen wir bei den Junk Bonds von 9,45% auf 8,06% Investment Grade. Die Staatsanleihen, alles ist zurückgekommen. Geld wird wieder billiger, könnte man sagen. Es spielt dann auch in die sogenannten Mortgage Rates rein, also in die Hypothekenzinsen. Schwarzer Schwan ist gelandet, haben manche getitelt. Hier das, was beim Yen passiert ist. Das war gestern absolut krass, war Teil des Titels gestern beim Marktgeflüster. Wir sehen den Nikkei daher heute unter Druck, weil eben die starke Aufwertung des Yen hier belastet. Da sind manche aus der Kurve geflogen, da wette ich. Da ist geradezu ein Flashcrash passiert. Wir waren dann unter 142, kommend von über 147. Also 600 Pips sind da mal an einem Tag zwischenzeitlich flöten gegangen. Und auch in China ist die Lage seltsam. Hier sehen wir, dass die chinesischen Aktien oder die Aktienindizes Hang Seng wie auch der Shanghai Composite jetzt wichtige Trendlinien testen. Da ist ja wirklich eine miserable Performance. Hier in diesem Chart sehen wir mal S&P 500 gegen den CSI 300, also praktisch die größten chinesischen Aktien sind in diesem Index enthalten. Und lange ging das relativ parallel, aber im Grunde seit Ende 2022 driftet das komplett auseinander. China entwickelt sich super schlecht und dazu passen Nachrichten wie Tata, die sagen, also wir werden unsere neue iPhone Factory in Indien jetzt pushen. Wir hatten schon, Google hat sein Pixel 8 Smartphones in Indien gemacht und so weiter und so fort. Also man geht raus aus China, man sieht hier politische Risiken. Die Amerikaner wollen China nicht stärken, sondern latent schwächen. Und da sehen wir hier zum Beispiel, wie stark die ausländischen Investoren Geld abgezogen haben aus China oder aus chinesischen Aktien und Anleihen. Das ist so viel wie noch nie seit China 2001 der WTO beigetreten ist. Und jetzt frische Meldung, China, das Politbüro trifft sich, um über die Wirtschaft zu sprechen. Das ist scheinbar wirklich nötig. Über die Wirtschaft spricht gelegentlich auch die EZB. Hier EZB liegt im Clinch mit den Märkten. Wie kriegen die Notenbanken es generell hin, diese Zinssenkungseuphorie der Märkte in den Griff zu kriegen? Wie kann man da kontern? Das ist die große Frage. Die EZB ist schon nervös, weil nächste Woche die Sitzung, da wird man wie bei der Fed Projektionen für Inflation und Wirtschaft dann geben. Das wird hochinteressant. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, wie schaut es eigentlich aus mit dem DAX? Geht der jetzt in Richtung 17.000 Punkte? Aber heute die Arbeitsmarktdaten sind natürlich entscheidend. Alles, was wichtig ist, was Sie wissen müssen zum heutigen Handelstag, ist in diesem Artikel. Und 14.30 natürlich reinschauen bei Finanzmarktwelt zu den Arbeitsmarktdaten plus diese beiden Artikel. Ich sage Servus, ciao.